Hallo, Herr Präsident, Herr AD oder genau so. Grüße, schön, dass Sie kommen heute. Gerne. Das ist das Normale, dass man aufeinander zugeht. Der positive Trend der wirtschaftlichen Entwicklung wird sich fortsetzen und im Baugewerbe, in der Bauindustrie, im Bauhauptgewerbe haben wir auch erhebliche Zuwachsraten bei Auftragseingängen und Umsätzen. Das unterstreicht, dass die Bauwirtschaft im doppelten Sinn das Fundament für alle folgenden wirtschaftlichen Aktivitäten ist, beim Bauen selber, aber auch bei einem der wichtigen Stützpfeiler in der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes. Die Einladung zu einem Bündnis Zukunft der Industrie entspringt bei mir jedenfalls oder sprang der Idee, dass wir auch dafür sorgen müssen, dass industrielle Produktion Akzeptanz findet, weil damit sie erfolgreich ist, brauchen wir zum Beispiel Infrastruktur. Ich finde, sich mal das Ziel zu setzen, 2025 wollen wir die beste digitale Infrastruktur der Welt haben. Noch besser wäre es, wir schaffen es in Europa. Das lohnt sich mal, an sowas zu arbeiten. Kostet ungefähr 100 Milliarden Euro in diesem Land, das Thema Investitionen. Wir haben dort einen riesigen Nachholbedarf, aber ich glaube, wir haben auch angefangen, wirklich ranzugehen. Gegenwärtig liegen allerdings die Investitionen in Europa immer noch 15% unter Vorkrisenniveau. Das heißt, in Europa fehlen pro Jahr ca. 300 Milliarden Euro an Investitionen. Und auch in Deutschland beziffern Experten den Investitionsrückstand um 100 Milliarden Euro allein im kommunalen Bereich. In der Wohnungsbaupolitik sind wir, glaube ich, gut vorangekommen. Wir haben jetzt 270.000 fertiggestellte Wohnungen im Jahr 2015, eine ziemliche Größenordnung. Aber wir wissen, dass wir einen zusätzlichen Bedarf haben und wir bräuchten mindestens 350.000 Wohnungen in den nächsten Jahren. Wir haben die Mittel für den sozialen Wohnungsbau verdreifacht. Wir haben nochmal dafür gesorgt, dass im Bereich soziale Stadt 300 Millionen Euro hinzukommen. Und Sie haben völlig recht, wir müssen auch den privaten Wohnungsbau, den wir über Steuern anschieben können, diese Entscheidung endlich treffen. Ich hoffe, dass es gelingt, in den nächsten Tagen die Debatte, die es dort über die Frage gibt, sollen wir dabei eine Mietpreisdeckelung machen oder nicht, vernünftig zu entscheiden. Aber ohne sozusagen den Anschub des privaten Wohnungsbaus, der nicht sozialer Wohnungsbau ist, werden wir die Wohnungsnot nicht bekämpfen können. Ich persönlich habe eine große Sympathie für das Thema serielles Bauen und für die sozusagen Konzepte, die Sie dafür entwickelt haben. Und es kommt, glaube ich, jetzt im Wesentlichen darauf an, dass wir das auch tatsächlich nutzen und, ich will es mal freundlich formulieren, nicht durch neue Regelungen Ihnen das Leben dabei schwer machen.